Und zwar wird uns dieses Auto auch ein bisschen länger begleiten. Noch ist der Serie. Den künstlichen Sound? So dieses. Also schon gut gemacht, ne? Ja, schon, also schlau gemacht. Mega Gimmick und es ist kein Marketing, sondern es funktioniert, ne? Ihr könnt mal sagen, worauf ihr Bock hättet. Was wollt ihr unbedingt sehen? Was soll ich an dem Auto verändern? Was geht, liebe Leute? Willkommen zu einem neuen Video bei Art About Cars. Wir sind heute wieder unterwegs mit dem Dustin und haben ein neues Auto zum Filmen. Und zwar wird uns dieses Auto auch ein bisschen länger begleiten. So als Firmenwagen, im Leasing, noch ist der Serie. Mir war das ganz wichtig, einmal so diese Bestandsaufnahme zu machen. Ne? Welches Auto? Also, es geht um den Golf 8 GTI Clubsport. Ganz wichtig, Clubsport. Wir werden im Laufe des Videos auch noch mal so ein bisschen die Unterschiede erklären, warum das kein normaler Golf GTI ist. Ich würde sagen, wir fangen mal so ein bisschen an, außen über das Auto zu reden, oder? Wir haben ja schon gedreht, eigentlich sind wir schon mitten im Video. Wir haben vergessen, einfach das Intro zu drehen, so richtig geil. Was halt auffällt, was ich sehr, sehr geil finde, ist, dass die Autos viel stylischer geworden sind. Ne? Mittlerweile machen die schon sehr viele Dinge richtig. Das, was früher die Tuner gemacht haben, machen mittlerweile die Autobauer von Haus aus. Wie dass das GTI in der Mitte ist, finde ich sehr, sehr cool, sehr, sehr stylisch. Nicht, dass es irgendwie klassisch wie hier. Ne? Abgasanlage ist cool, da werden wir aber sicherlich noch was machen. Soundaufnahmen haben wir ja gemacht, die Serie. Das heißt, die Bestandsaufnahme ist da. Grenzt die Drehzahl auf 3800 Umdrehungen, also ich komme nicht über 4000 Umdrehungen. Ich hatte vorhin kurz aus Versehen die Cruise Control an, also Tempomat, und deswegen hat er ESP wieder angemacht. Den künstlichen Sound? So dieses. Also schon gut gemacht, ne? Muss ja, man sagen. Schon, also schlau gemacht. Ja, ist schon sehr, da hat sehr schon das Gefühl, da, hier ist richtig, hier ist eine richtige geile Abgasanlage drunter, ne? Ja, stimmt. Das Auto macht nicht mehr dieses typische DSG-Furzen, was die Golf 7, Golf 6er gemacht haben, ne? Die Referenz dann, wenn wir die Abgasanlage machen, ist auch mal ganz interessant. Ne? Was ich sehr, sehr cool finde, so hochglanzschwarze Anbauteile. Vor allem der Heckflügel gibt es so beim Serien-GTI nicht. Der ist nur beim Clubsport so. Und ich glaube auch, der hat tatsächlich eine gewisse Wirkung. Also schon, wenn du mit höheren Geschwindigkeiten unterwegs bist, gibt er dem Wagen noch so ein bisschen Stabilität. Also auch funktionell. Ne? Felgen finde ich nicht so gelungen. Das ist auch das nächste Thema. Wir werden auf jeden Fall die Felgen verändern an dem Auto. Da habe ich auch schon welche gekauft, aber dazu gibt es auf jeden Fall noch mal ein separates Video. Innenraum ist ja halt auch sehr, sehr nice geworden. Das Lichtkonzept finde ich sehr, sehr cool. Was mir so ein bisschen fehlt, sind die Backen. Ne? Vor allem hinten, das Auto fällt so flach ab. Der ist hier einfach so abgehackt. Ne? Ja. Das ist leider, das ist nicht so maskulin. Ne? Das fehlt mir komplett. Das, was der M2 so heftig hat, ne? Diese dicken Backen, ja, vor allem vorne auch die Radhäuser ausgestellt, hinten die Radhäuser ausgestellt. Das hat der Golf halt gar nicht, ne? Und leider auch nicht der R. Also alle Golfs sehen eigentlich so gleich aus, wie ein normaler Standard-Golf halt so aussieht, ne? Da haben die nichts gemacht an der Karosserie. Das Auto fällt nicht auf. Du verschwindest damit in der Masse sozusagen des Verkehrs. Und wenn du mit so einem Auto auf der Rennstrecke richtig bombastische Zeiten fährst und dann irgendwie bei dir auf der Arbeit aufkreuzt, keiner sieht irgendwie, dass es irgendwie ein super sportliches Auto ist, ne? Ja. Und ich meine, Bruttoliste 63.000 Euro für einen Golf ist halt auch schon eine Ansage, ne? Heute gibt's eine kleine Bestandsaufnahme hier. Ein bisschen Story gemacht, Werbung gemacht.
glaube auch 2020 wurde das Auto offiziell gelauncht. Das ist ein super neues Auto und das merkt man auch. Ne? Du hast hier wirklich sehr, sehr modernes Infotainment. Wir wollen mal so ein bisschen auf die Dinge drauf eingehen, was mir so aufgefallen ist, was mich vielleicht so ein bisschen nervt. Es gibt keinen Knopf, wo du sozusagen deine personalisierten Einstellungen speichern kannst. Das heißt, du musst jedes Mal, wenn du hier einsteigst, 4-5 Tastenkombinationen machen, damit Start-Stopp aus ist, damit Lane Assist. Also Lane Assist heißt im Prinzip, wenn du nicht blinkst, dann fängt er an gegenzulenken, wenn du die Spuren wechseln möchtest. Ja, okay. Das ist super nervig. Also das ist etwas, was mich extrem stört. Das sind so Kleinigkeiten eigentlich. Ich finde es gut, dass wir das Video starten und erstmal. Also was mich richtig an dem Auto nervt. Ja, ich sag ja, das Auto, in dem Auto gibt es wenige Dinge, die ich wirklich bemängel. Ja. Weil man muss immer die Preis-Leistung sehen. Ne? Aktuell die Leasingraten für das Auto sind wirklich sowas von attraktiv. Das war auch wirklich mit ein Grund, dass wir uns dann für den Golf entschieden haben. Ja. Im Prinzip ist das jetzt ein Firmenwagen, der die meiste Zeit von meinem Bruder genutzt wird. Aber so, ne? Wir haben halt relativ viel Kilometer. Wir haben 20.000 Kilometer im Jahr für das Auto genommen. Ich glaube, mehr Kilometer liegen wir bei 6 Cent oder 6,5 Cent. Also es ist okay. Mehr als lächerlich, ne? Wenn du jetzt mehr als 60.000 Kilometer nach 3 Jahren hast, zahlst halt nur 6 Cent pro Kilometer. Das heißt, 10.000 Kilometer, 600 Euro. Das ist okay. Das ist nichts. Ne? Wir haben das Wartung- und Verschleißpaket und so weiter und so fort. Vielleicht können wir noch mal ein separates Video machen über die Kosten. Ja. Das wäre vielleicht mal ganz interessant. Ne? So, was zahle ich Leasing und so weiter und so fort. Da könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessiert. Aber wie gesagt, Preis-Leistung bei dem Auto für mich 9 von 10 Punkten. Im Prinzip hast du autonomes Fahren 2 hier im Auto. Das heißt, das Auto, also bis auf Überholvorgänge und sowas, macht es alles selbstständig auf der Autobahn. Das ist für einen Golf mega ungewöhnlich. Es fühlt sich auch echt komisch an, dass ein Golf mittlerweile selber lenken kann und sowas. Mhm. Du sitzt ja eigentlich in einem Kleinwagenklasse, eine Klasse über Polo. So, ne? Und das Ding macht alles vollautomatisch. Es ist sehr clean. Ne? Was mir so ein bisschen fehlt, sind halt Knöpfe, wie ich eben gesagt habe. Ein Start-Stopp-Knopf wäre hier ganz gut. Einfach draufdrücken, fertig, aus. Ne? Oder halt eine vorkonfigurierte Geschichte am Lenkrad, so wie beim M2. Ne? Du hast ja diese M1 und M2-Taste. Da hast du alles vorkonfiguriert. Ich kann einmal mit einem Doppelklick auf der Taste, habe ich schon Driftmodus drin. Zweimal Tasten drücken, bumm, du hast sofort eine sportliche Einstellung. Und hier musst du halt rumdödeln, ne? Immer ja. Rumklicken. Ich kann es mir nicht vorstellen. Wenn das jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Vielleicht gibt es ja so eine Option. Hätte jemand gepennt bei der Produktion. Ja, vielleicht habe ich es nicht gefunden. Ne? Keine Ahnung, weil Porsche und so macht's. Und das ist ja alles VAG-Konzern. Viele Touch-Bedienelemente hier auch am Lenkrad. Alles ist Touch. Zum Beispiel Lautstärke kannst du über so einen Slider kontrollieren. Kriegst die ganze Zeit auch so einen haptischen Feedback. Ne? Das ist gut. Du kannst über die Einstellungen beim Ambiente-Licht unterschiedliche Tachofarben einstellen. Das heißt, so wie dein Ambiente-Licht eingestellt ist im Auto, dementsprechend ändert sich auch die Farbe im Tacho. Oh, cool. Ne, jetzt haben wir Rot, klassisch, passt zum Rest, zum GTI, zu den roten Nähten. Du kannst aber auch Grün, Türkis, Gelb einstellen. Das, worauf du halt gerade Bock hast. Ja. Sehr, sehr geil, auch intuitive Bedienung. Ne? Man findet sich sehr schnell zurecht. Dann, was sehr, sehr geil ist, es gibt mittlerweile Sachen wie Head-Up-Display. Das Auto kostet mit der Ausstattung, so wie es hier steht, 63.000 Euro. Ne? Das ist auch eine Hausnummer. Aber wie gesagt, die Leasing-Konditionen sind 1A. Na, also so ein Auto kaufen lohnt sich eigentlich fast gar nicht. Zumindest nicht jetzt, vielleicht in 2-3 Jahren. Ne? Richtig, ja. Nicht neu. Ne? Du fährst vom Hof, hast gleich 20% verbrannt. Ne? Das ist leider so. Ja, Innenraum generell die Verarbeitung. Ne? Sitze, wie sich das Lenkrad anfühlt, generell das Design. Sehr, sehr geil. Ne? Ja. Wirklich top. Du hast Sitzbelüftung im Golf. Das sind auch natürlich die optionalen Sitze mit Memory. Also ich habe hier sogar eine Möglichkeit, meine Sitzposition zu speichern. Das gab es so in der Art noch nicht vielleicht in dem Golf. Vielleicht hast du bei den Sitzen auch automatisch ein ganzes anderes Setup. Das bin ich mir nicht sicher. Bei einigen Autos, zum Beispiel beim Panamera, da kannst du über den Schlüssel, das heißt, der erkennt, welcher Schlüssel gerade das Auto geöffnet hat und ruft dann alle Informationen, die du hinterlegt hast, ab. Du hast natürlich diesen Individual-Button, aber der stellt nur so die Performance-Sachen ein. Ja, okay. Na, nicht Start-Stopp und sowas und Lane Assist. Leider. Die Musikanlage ist top. Harman Kardon, wirklich hammer geile Musikanlage. Ich kann halt nicht so sprechen, weil ich vorher keinen Golf 6 oder Golf 7 gefahren bin. Ich bin sozusagen als Golf-Neuling
bin ich direkt in so einen sehr, sehr gut ausgestatteten Golf eingestiegen. Ja. Vielleicht ist es das, was, ne, was die Begeisterung so ein bisschen auslöst. Ich kann halt nicht so gut darüber sprechen im Vergleich zu einem Golf 7 oder so. Die Sitzposition könnte ein bisschen besser sein, meiner Meinung nach, weil du sitzt relativ, ja, wie auf so einem Hocker, ne? So ein bisschen hoch, so ein bisschen SUV-mäßig. Ich würde es auch schon fast ein bisschen, also ich ja, also, zu groß für das Auto, genau. So wenn ich so... Man weiß, okay, wenn du jetzt noch 10 cm größer bist, wäre schon Ich sitze top, aber was im M2 zum Beispiel gut ist, du kannst die Sitze richtig kippen. Ne? Du kannst den Sitz richtig so komplett einmal so nach hinten kippen. Ja. Und dann liege ich da so ein bisschen drin. Das geht im Golf nicht so gut. Das ist so, glaube ich, auch alles an negativen Punkten, was mir einfällt. Ja, Verbrauch, wenn du entspannt fährst, bist du so bei 12 Liter, 11 Liter. Ist okay für 300 PS. Das ist in Ordnung, ne? Ja. In der Stadt. Du kannst ihn auch weniger fahren, natürlich klar, aber ist auch ein Spaßmobil am Ende des Tages, ne? Ja, sonst holt man sich halt den GTD, wenn man da irgendwie mega viel Strecke macht und ganz wenig Verbrauch haben möchte. Sprechen wir mal so ein bisschen über Beschleunigungswerte, Performance. Das hat mich wirklich umgehauen, ne? Ich bin, als ich das Auto eingefahren habe, habe ich mit ein paar Jungs getroffen, die so RS3 fahren. A45 und so weiter und so fort. Ich dachte halt, gut, ein RS3, da siehst du kein Land mit einem GTI, ne? Arsch geleckt. Das Ding marschiert richtig krass. Also ohne Witz, 300 PS ist, glaube ich, eine Lüge. Ich bin wirklich gespannt, also ich tanke auch 102 Oktane in dem Auto ausschließlich. Ich bin wirklich gespannt, was das Ding auf dem Prüfstand für eine Leistung zeigt. Weil ich gehe schwer davon aus, dass das Ding um die 330 bis 340 PS hat. Ne? Das wäre aber schon sehr viel. Ja, 10% nach oben streuen halte ich aber so für realistisch. Ja. Das heißt, der Motor ist wirklich hochpotent. Also das merkst du auch. Der hat auf jeden Fall mehr als 300 PS. Und ich glaube auch Richtung 450 Newtonmeter und nicht wie angegeben 400. Die Schaltvorgänge, also das DSG-Getriebe ist nach wie vor blitzschnell, ne? Ist klar. Einwandfrei, schaltet perfekt, auch im Automatikmodus oder wenn du manuell schaltest. Hast du Pedals? Nee. Ja, ganz kleine Pedals. Dafür muss ich übrigens auch nochmal... Oh, das ist so, ja richtig winzig. Ja, das ist wirklich ein Nachteil. Im Golf R hast du ein bisschen größere. Ja. Finde ich, genau, das ist auch ein Minuspunkt. Ja. Zu kleine Schaltpedals. Ja. Verstehe ich nicht. Vor allem... Das sind so Knöpfe. Ja, sind wirklich schon, nur ne? So Knöpfe, ne? Hinten, die du kaum siehst. Vor allem im Clubsport hätte ich jetzt eigentlich erwartet, dass sich da zumindest ein bisschen was abhebt im Innenraum vom normalen GTI. Weil der Innenraum ist wirklich so Basis-GTI, ne? Ja, okay. Was so viele Dinge angeht. Da hätte ich wirklich mir gewünscht, vielleicht die Schaltpedals vom Golf R zu haben. Ja. Aber da wollen die wahrscheinlich, oder da will VW einfach sich nochmal deutlich absetzen, ne? Von den restlichen Golfmodellen beim R. Ja. Ist ja auch sozusagen dann das Topmodell. Beschleunigungswerte sind brutal. Ich glaube 100, 200, da müssen wir noch mal ein Video drüber machen. Da müssen wir noch mal auf die Bahn mit dem Auto. Schauen wir mal. Ja, sollte besser sein, die Messung jetzt. 100. Ziehen wir direkt 100, 200 auch mal durch. Wir haben eine 12,45 auf sehr ebener Strecke, also kaum Steigung, kaum Gefälle, 0,07. Ein Golf GTI hat mich wirklich umgehauen. Vor allem auch Traktion. Wir waren auf der Landstraße unterwegs mit einem RS3 und aus dem zweiten Gang, so ab 40, 50, der kommt nicht weg. Ich habe schon wirklich fast volle Traktion unten raus aus dem zweiten Gang. Das ist so, so geil, wirklich. Und dadurch sparst natürlich Gewicht, ne? Dadurch, dass du keine antreibende Achse hinten hast, hast natürlich weniger Gewicht, was du mitschleppst. Aber so wie das Auto jetzt abgestimmt ist, mit dem Differential vorne, was drin ist, was ja nochmal überarbeitet ist gegenüber dem normalen GTI, ist wirklich top. Ne? In dem Fall ist es wirklich kein Marketing gewesen, diese Clubsportgeschichte, sondern es ist wirklich ein Clubsport. Cool. Das Auto kann deutlich mehr als der normale GTI. Der Turbolader ist größer als beim normalen GTI. Das heißt, wir haben eigentlich das gesamte Setup, bis auf einen Ladeluftkühler, der uns fehlt gegenüber beim R. Also beim Golf R hat er zwei Ladeluftkühler, links und rechts. Wir haben nur einen Ladeluftkühler. Und wie gesagt, im Vergleich mit einem RS3 und so, wir waren gleich auf der Autobahn. Also beide gleich durchbeschleunigt und der kam
wirklich nicht mal ein halbes Auto nach vorne weg. Aber S3 auch komplett Serie. Komplett Serie. Okay. Ja, der hat aber 365 PS. Ja, krass. Ansonsten, was noch zu sagen? Sehr geile Einstellmöglichkeiten. Du hast Getriebeöltemperatur, du hast Motoröltemperatur, Ladedruck. Ne? Du siehst, wie viel Ladedruck der Turbolader gerade macht. Das macht einfach Bock. Das ist so, das sind so Spielereien, die mir persönlich mega Spaß machen. Ja. Ja, und Kurven mit dem Auto wirklich geil. Ne? Also ich bin wenig Frontantrieb gefahren, aber ich muss sagen, wenn du mir so ein Auto hinstellst und sagst, ja, Frontantrieb und so, ich würde nicht sagen, dass das Auto weniger Spaß macht, wenn du wirklich Kurven fahren willst, als ein Allradler oder Hecktriebler. Es hat so seine Eigenarten. Ich bin trotzdem Fan von Heckantrieb. Ja. Ganz klar, weil das ist einfach so für mich das echte Konzept so vom Autofahren. Für einen Fronttriebler, wenn du wirklich hart in die Kurve gehst, der Wagen lenkt mit der Hinterachse mit, also sozusagen ist nicht, schiebt nicht über die Vorderachse, sondern wirklich kommt dann auch so leicht mit dem. Du kannst den Wagen richtig schön positionieren in der Kurve. Klingt schon gut in dem Auto. Was auch mega gut ist, ist die Bremse. Die Bremse ist auch größer im Vergleich als beim GTI. Und wenn du jetzt zum Beispiel selbst in der Kurve etwas stärker bremsen musst, weil du etwas zu schnell bist, das Auto wird kein Stück unruhig. Es bleibt immer sehr berechenbar, arbeitet gefühlt mit allen vier Rädern. Das heißt, du hast nicht irgendwie nur eine Achse, die belastet wird, meistens wie es ja ist bei Fronttrieblern, ist das dann nur die Vorderachse, ja. Sondern du hast alle vier Räder, die dir helfen, sozusagen das Auto zu kontrollieren. Für ein Serienauto wirklich giftig abgestimmt. Ne? Was richtig, richtig geil ist, ist diese Einstellmöglichkeit. Das geht nämlich in Verbindung mit dem adaptiven Fahrwerk. Das kostet, glaube ich, irgendwie 1,4 oder 1,5 Aufpreis. Es gibt ja Sport, dann hat er alle Dämpfer und sowas alles auf hart. Und dann gibt es die Option Nürburgring. Das ist eine Einstellung, die Ingenieure sozusagen hinterlegt haben, wo die Dämpfereinstellung perfekt abgestimmt ist für den Nürburgring. Die Dämpfer sind etwas weicher von der Abstimmung her. Das heißt, auf der welligen Nordschleife, so wie zum Beispiel viele Landstraßen, die sind ja nicht perfekt von der Oberfläche, nee, sondern haben auch viele Bodenwellen und so weiter und so fort. Und da hast du wirklich ganz, ganz geile Traktion. Wenn das Fahrwerk zu hart ist, fängst du halt an zu springen. Du verlierst Bodenhaftung. Und wenn das Fahrwerk eben so ein Tick weicher ist, aber nicht zu weich, also so im richtigen Verhältnis, das ist genau diese Einstellung, Nürburgring. Und das ist in der Stadt, macht es einfach nur Bock, weil du hast alles auf Race, also sozusagen ganz sportliche Einstellungen vom Differential, ne? Plus die perfekte Härte. Also nicht zu weich, nicht zu hart. Also richtig, richtig geil. Mega Gimmick und es ist kein Marketing, sondern es funktioniert. Ne? Ja. Ja, das wäre es eigentlich soweit von meinen ersten Fahreindrücken, so jetzt nach 2000 Kilometern knapp. Ne? Ja. Gut, Leute, wir sind wieder angekommen am Ende des Videos. Ich hoffe, euch haben die Fahreindrücke gefallen. Konnte ein bisschen was erzählen über das Auto, was vielleicht nicht in jedem Testbericht so erzählt wird. Wir sind ja auch viel auf so die negativen Punkte eingegangen. Auf jeden Fall sehen wir uns im nächsten Video. Mit dem Golf geht es auf jeden Fall weiter. Teile sind schon bestellt, teilweise auch schon da. Das heißt, jetzt geht es Schlag auf Schlag. Wir haben das Auto jetzt sozusagen neu. Golf ist für mich auch eine neue Erfahrung. Ich hatte immer eigentlich Bock auf so ein Auto, auf so ein Projekt. Was Kleineres, so eine Pocket Rocket. Ja? Und ihr könnt mal sagen, worauf ihr Bock hättet. Was wollt ihr unbedingt sehen? Was soll ich an dem Auto verändern? Es kann nicht zu sehr ausarten. Also daraus wird auf jeden Fall kein Rennstreckenauto. Und geht auch nicht so in Richtung M2 von Extremumbau, sage ich mal her. Es soll alles im Rahmen bleiben. Es soll irgendwo noch im Rahmen der Garantie bleiben. Das heißt, wir wollen da nicht zu sehr übertreiben. Ne? Software müssen wir gucken. Vielleicht bringt APR was raus mit Garantie. Dann könnten wir auch in die Richtung gehen. Ansonsten sagt mal, Abgasanlage, Felgen, tiefer das Ding macht. Was würde euch persönlich interessieren? Und wir versuchen das natürlich dann dementsprechend umzusetzen. Also ich freue mich auf die nächsten Videos. Ich freue mich auf das Projekt Golf 8 GTI Clubsport. Bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bam!